Hier ist mein veganes Gericht, es ist fertig. Ich sage Gemüse allerlei dazu. Man kann auch Gjovec sagen, in den Balkanstaaten sagt man es auch so. Macht es nach, es wird euch mit Sicherheit auch gut schmecken. Wenn es euch gefällt, dann schaut mein Video bis zu Ende an. Gemüsegewächsch will ich machen. Das ist Gemüse aus dem Garten und auch zugekauftes. Und ich zeige euch, wie ich dieses, so sagen wir, Gewächsch, das ist ein Sommergemüse, sage ich mal, wie ich dies zubereite. Ich brauche natürlich Öl oder Butaris oder einen anderen Fettgehalt für den Topf, für die Pfanne, für die höhere, wo ich es mache. Dann brauche ich eine Zwiebel, egal rot oder weiß, eine Knoblauchzehe, eine Paprikafrucht. Das wird klein geschnitten und angebraten, angedünstet, angeröstet. Und danach kommen dann Tomaten mit hinein. Die muss ich allerdings schälen. Die sind jetzt vom Garten ganz weich. Die kann ich einfach so schälen, brauche sie gar nicht überbrühen mit heißem Wasser. Ich sehe dann, ob ich zwei oder drei hinzugebe. Dann kommen Karotten hinein, die ich auch in Scheibchen schneide. Und Kartoffeln brauche ich, ein paar Bohnen. Das ist egal, welche Bohnen man nimmt. Ich habe jetzt diese gelben Butterstangenbohnen im Garten und nehme deshalb diese. Erbsen habe ich leider nicht im Garten und werde diese tiefgefrorenen mit hineingeben. Dann brauche ich noch zum Würzen Salz, Pfeffer, ein bisschen Gewürzpaste oder gekauftes Suppenbrühpulver und einen Teelöffel Paprikasüßpulver. Das wären alle Zutaten und dann Kräuter. Kräuter gibt man nach Belieben. Ich gebe ja sehr gerne immer Petersilie, ein bisschen Maggi und Sellerieblätter. Das schneide ich dann auch mit klein hinein. Und natürlich Reis. Ich nehme jetzt Parboiled Reis. Da habe ich jetzt so 175 Gramm etwa. Das reicht auch, denn es kommen ja auch Kartoffelchen hinein und das andere Gemüse. Dann kommt ein sehr, sehr leckeres Sommergemüsegericht raus. Wie ich das heute mache, das zeige ich euch im Schnelldurchlauf, damit das Video nicht so lang wird. Ich lasse es dann vielleicht dreimal oder viermal schneller laufen, bei den Zubereitungen zumindest. Die genauen Mengenzutaten findet ihr wie immer unterhalb vom Video in der Videobeschreibung. Da gibt es die Zutatenliste und das ganze Rezept mit Zubereitung beschrieben. Das findet ihr auf der öffentlichen Seite auf Facebook unter Helgas Leckereien. Und ich werde auf jeden Fall als erstes mit den Bohnen starten. Die wasche ich und putz die Enden und brech sie oder schneid sie mit einem Messer in kleinere Stücke. Dann werde ich die Kartoffeln schälen und in kaltes Wasser klein gewürfelt legen, damit sie nicht braun werden. Und die Karotten werde ich schälen und in Scheibchen schneiden. Und die Paprikafrucht, die Kräuter kann ich auch klein schneiden. Und die Zwiebel und Knoblauch, das schneide ich wirklich nur kurz, bevor ich dann loslege, weil Zwiebeln oxidieren schnell, stinken dann. Und ich mache das grundsätzlich immer, bevor ich anfange mit der Zubereitung. Auf dem Herd meine ich. Hier habe ich jetzt alle Vorbereitungen gemacht für Gemüse allerlei. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde, habe ich gebraucht, bis ich mir alles gewaschen, geschält und gewürfelt habe und zurecht geschnitten habe. Ich zeige euch jetzt auch, wie ich es mache, wie ich es der Reihe nach in meine Pfanne, in meinen höheren Topf gebe und werde dann auch vielleicht zwei oder dreimal schneller drehen, damit das Video nicht so lange dauert und nicht so langweilig ist. Anfangs gebe ich in den Topf ein bisschen Öl. Ihr könnt nehmen das Öl, was euch schmeckt oder Butaris oder
Creme Coulinaise. Es gibt ja viele Sorten. Ich nehme jetzt neutrales Pflanzenöl. In meinem Fall ist es Mazzola, Keimöl, Maisöl. Alternativ würde ich hier Rapsöl nehmen. Und sobald jetzt das Fett erhitzt ist, gebe ich Zwiebel und Knoblauch mit hinein. Ich nehme sehr gerne und oft rote Zwiebeln. Die lasse ich jetzt doch goldgelb schön anbraten. Und sobald es jetzt anfängt, gebe ich dann auch noch die rote Paprikafrucht mit hinein. Ihr habt gesehen, ich habe zuerst die Karotten und jetzt die Bohnen und die Kartoffeln mit hineingegeben. Jetzt gebe ich noch den gewaschenen Reis. Das ist Parboiled Reis in meinem Fall. Den habe ich unter fließendem Wasser in diesem Sieb gewaschen. Und jetzt kann ich ein bisschen Wasser, ungefähr einen halben Liter Wasser, gebe ich auch mit dazu. Denn Reis quillt ja und braucht auch Wasser. Sobald dieses jetzt kocht, lasse ich es so 5 bis 10 Minuten köcheln und gebe dann nur zum Schluss die Erbsen, weil die Erbsen sind jetzt tiefgefrorene und die sind so junge, kleine. Deswegen lasse ich erstmal alles ab dem Kochpunkt 10 Minuten kochen und dann kommen die Erbsen mit hinein. Eigentlich ist die Arbeit halt das Gemüse waschen, putzen und schneiden. Die Zubereitung auf dem Herd dauert ja nicht so lange, höchstens so 40 Minuten, mehr nicht. 30 bis 40 Minuten. Der Reis braucht ja fast eine halbe Stunde und die Bohnen brauchen auch gute 20 Minuten. 25 Minuten. Jetzt kann ich würzen und zwar gebe ich die selbstgemachte Gewürzpaste mit hinein. Das verlinke ich euch auch das Rezept. Da habe ich schon ein Video hochgeladen. Das habe ich immer im, das mache ich immer im Thermomix. Und wie gesagt, alternativ könnt ihr ein anderes Suppenbrühpulver nehmen. Jetzt gebe ich auch noch Salz. Beim Salz bin ich jetzt vorsichtig, da die Gewürzpaste ja auch Salz enthält. Ich schmecke es lieber zweimal ab. So, da habe ich jetzt 2 Teelöffel Salz. Und Pfeffer gebe ich noch mit dazu. Und ein Teil der Kräuter. 2 Drittel etwa. Und 1 Drittel lasse ich mir und gebe das so 5 Minuten vor Schluss mit hinein. Da Kräuter halt verkochen, der Geschmack ist ja im Essen, aber sieht halt nicht so schön aus. Und wenn man die zum Schluss gibt, einen Teil davon, dann sieht das Essen einfach appetitlicher aus. So. Jetzt schmecke ich es ab und schaue, ob genügend Salz und Pfeffer mit im Essen ist und lasse es, wie gesagt, 10 Minuten kochen.
Ich habe auch eine Prise braunen Zucker mit hinzugefügt, da wenn ich mit Tomaten arbeite, dann gebe ich immer eine Prise Zucker mit hinein. Das neutralisiert einfach den Geschmack und passt sehr gut zu Tomaten. Jetzt schaue ich, wie es ausschaut. Ja, das sieht ja schon mal nach 12-13 Minuten Kochen schon besser aus. Jetzt kann ich schon die Erbsen hineingeben. Wenn man Kohlrabi im Garten hat oder auch gekauft, dann kann man auch Kohlrabi mit hinzugeben. Und wer halt Chili mit einarbeiten will, darf es gerne tun. Ich lasse jetzt Chili da, ich es nicht so scharf möchte. Ich will halt das gute Gemüse auch rausschmecken. So, jetzt darf es noch einmal 15-20 Minuten köcheln, bis der Reis fertig weich ist und die Bohnen, die Erbsen, die werden weich werden, die sind halt klein und jung. So. Könnte sein, dass ich noch ein bisschen Wasser, je nachdem wie der Reis quillt, dass ich noch ein bisschen Wasser nachgeben muss. Das sehe ich ja dann. Ich glaube, jetzt ist alles schon ziemlich weich. Ich gebe jetzt noch die Kräuter zum Schluss und lasse es noch 5 Minuten köcheln. Nachher schalte ich den Herd aus und lasse das Essen ungefähr 10 Minuten stehen, weil es ja wirklich glühend heiß ist. Und nachher können wir dann mit dem Servieren anfangen. Nun ist das Essen fertig. Ich binde es auch nicht mehr, denn das quillt noch ein bisschen nach. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich habe ja dies oft gekocht. Ich hatte nicht mehr Erbsen, sonst hätte ich noch mehr reingegeben. Aber ich habe knapp 200 Gramm gehabt, denn Erbsen schmecken mir sehr gut in diesem Gericht. So, jetzt lasse ich es 10 Minuten noch hier stehen. Den Herd schalte ich aus. Und den Deckel lasse ich auch nur so halb drauf. Das Essen ist jetzt fertig, nun kann angerichtet werden. Ich zeige euch, wie wir es essen. Wir essen es mit einer guten Scheibe Brot oder gar kein Brot. Es ist genug Gemüse drinnen und Reis. Und so sieht es aus. Wie gesagt, wer halt Schärfe mag, muss Schärfe noch mit hineingeben, was Chili angeht. Ansonsten ist ja alles drinnen. Und entweder in ein Schälchen oder so in einen Suppenteller, wie ich es mache. Und fertig ist das Gericht.
dann kann man schon servieren. Ich hoffe, mein vegetarisches Gericht hat euch gefallen. Ich wünsche mir, dass ihr es nachkocht, dass ihr auch schmeckt, wie lecker auch Gemüse sein kann, mit ein bisschen Reis und Kartoffeln. Und dabei wünsche ich euch gutes Gelingen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.